Söhrchen. Noch mehr von den coolen Räumen mit Schatztruhen und Bombern. Don't do this, Blätze. Mann, was macht diese Liberty Cab? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass meine Tränen ständig anders sind. Und das verwirrt mich ein bisschen. Und was zur Hölle ist das für ein ekliger Scheißraum? Ist es euer Ernst? Kommt raus. Oh Mann, Alter. Das ist ein richtig ekelhafter Raum. Und meine... Warum ist mein Schaden so gering? Und wo sind die Gegner? Ich hasse die, Mann. Die kommen kurz raus, machen einen dummen, stummen Schaden bei mir und ich mache denen kaum Schaden. Stirb doch mal einer. Blätze. Ja, danke schön. So, du noch. Komm schon her. Gibt's hier immer noch ein Herz auf der Map? Ein Herz? Please? Da oben ist ein Herz. Das sind gerade zwei Herzen. Nehme ich einfach mal mit. Obwohl es dämlich wäre. Zwei Herzen. Nee, im Moment machen wir doch nicht. Falls ich ihm schon mehr Schaden nehme, dann kann ich mir die zwei Herzen holen. Er muss ja immer logisch mitdenken, ne Leute? Wisst ihr Bescheid? So, was haben wir da unten? Da unten ist noch so ein noch so ein Würfelraum. Oder einfach sowas. Touch Fuzzy, Get Fuzzy. Okay. Flat Warm. Okay. Das ist alles so strange. Ich nehme das hier mit. Weil das könnte mir eventuell noch ein paar blaue Herzen bringen, wenn ich Glück habe. So. Ah, geh weg. Mann, ich fühle mich so schwach gerade. Was ist denn los? Wo ist mein ganzer Schaden hingekommen? Ey, ohne Scheiß. I don't have very krass Damage und so. Nein. Komm, spalte dich. Sei ein Atom, spalte dich. So. Komm, Alter. So. Alter, schon wieder so ein Drecksvieh. So, was machen eigentlich diese Viecher da in der Ecke? Diese komischen Tentakel-Dinger, Leute. Wenn es einer von euch weiß, machen die eigentlich was? Greifen die irgendwann an oder so? Aber ich habe noch nie gemerkt, dass die überhaupt irgendwas machen. Das ist einfach nur ein Mysterium für mich. Oh, nice. Will ich. Dankeschön. Dankeschön. Komm, gib mal was Cooles. Gib mal was Cooles. Gib mal was Cooles. Das ist ganz nett, aber es geht noch besser. Gib mal was Cooles. Gib mal was Cooles. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Sei nicht so egoistisch, Typ. Nein, ich will keine Bomben. I want some items. Items. Aua. Das wollte ich jetzt eigentlich so nicht. Aber ein HP ab! Yeehaw. So, euch noch schnell blättern. Bam, 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 bam. So, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal ganz kurz zurück. Und checken mal noch ein paar andere Räume ab, weil wir haben ja noch ein paar Herze auf Lager. So, zack, dich kann ich schon mal mitnehmen. Da kann man meine Bloody Lust noch ein bisschen aufladen vielleicht. Das Problem ist einfach, damit ich wirklich die Chest auf keinen Fall packen werde. Ich bin dafür viel zu... Oh, ich bin auf die Taste gekommen. Das wollte ich nicht. Scheiße. Ja, ich bin viel zu schwach auf jeden Fall für die Chest. Und scheiße, Mann, ich kann mein Buch jetzt nicht einsetzen beim Boss. Oh, ich horst, Alter. Ich bin ein Horst. Bin auch so sehr auf die Taste gekommen. Mann, 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 Leute, ist man. Das ist alles nicht so einfach, sag ich euch. Komm. Es hat sich nicht gelohnt. Ist da noch irgendwo was? Na, aber wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich suche jetzt meinen geheimen Raum, bis ich ihn finde. Okay, das ging erstaunlich schnell. Ein Key. Ich geb dir ein paar, in der Hoffnung, du bist lieb zu mir. Komm schon. Ja. Ja, ist schon mal ganz nett. Komm, ich geb dir sogar noch ein paar. Ja. Ja, ist schon ganz nett. Ja, der ist gut gelaunt, der Typ. Oder auch nicht so. Bam. Tschüss. Hab mir die Bombe gespart. So.
Ja, kann man machen, Leute. Kann man machen. Da ist nichts mehr. Ich brauche immer noch mein Buch und ich hab mein Buch nicht und ich brauche noch ein Herz. Komm, nehme ich halt das hier mit. Haben wir halt ein halbes Herz weniger. Ich bin jetzt echt zu faul, da hochzulaufen. Von daher... Shit happens. So, it lives ohne mein Buch. Das ist nicht so Knorke, sag ich euch. Ah, du bist ein Drecksvieh. Oh, ernsthaft. Ja, ist ja gut, du Embryo-Vieh. Ja, okay, ich mach wenigstens ein bisschen... Ja, okay, ich mach schon ein bisschen Schaden durch meinen Rage, der jetzt, glaube ich, getriggert wurde. Gott sei Dank. Na, komm runter. Na, komm runter. Na, komm, sei nicht so. Wow, 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 wow. Ganz ruhig bleiben. Bloß, Alter, wie lange macht ihr das noch? Was, die spawnen? Die spawnen ein Boss? Ist es dein Ernst? Wow. Das ist fies. Das ist dreist. Du hast einen Boss gespawnt. Du bist echt dreist. Ja, gut. Ah. Eieieiei. Ja, okay. Immerhin haben wir das It Lives gepackt. Das ist schon mal viel wert. Und ich habe Dingens genommen, ne? Genau. Ich habe das Polaroid genommen. Das heißt, ja, wir sind jetzt hier in der Kathedrale. Und die werde ich allen einen Schein nach, denke ich, nicht packen. Da habe ich so irgendwie meine Zweifel dran, dass ich die packen werde. So, erstmal die ganzen fliegenden scheiß Knights Guard hier aus. Oh, Mann. Ich hasse diese Viecher. Hab ich schon mal erwähnt, dass ich die hasse? Oh ja, genau. Explodiert direkt neben mir. Wie fies. So much fiesness. So. Wow. Ganz ruhig bleiben. Ich habe 52 Geld-Dingens. Vielleicht hätte ich sollen doch das Geld ist gleich Schaden mitnehmen sollen. Das hätte mir jetzt vielleicht doch noch was gebracht. Kann es eigentlich sein, dass ich vergessen habe, als ich gesagt habe, ich lasse das Money ist gleich Damage. Da habe ich ja gesagt gehabt, ich nehme das nicht mit, dafür hole ich mir das, was im Shop ist. Ich habe mir das im Shop nicht mehr geholt, ne? Habe ich verpeilt. Ich bin ein richtiger, richtiger Held, ne? Und diese Viecher wollen auch nicht draufgehen. Es lebt immer noch einer. Es lebt immer noch einer? Alter, ihr seid ja echt... So, danke. Auch wenn es mir nicht mehr viel bringt, aber danke. Hallo, Loki mal zwei. Oh, komm schon. Ernsthaft. Wisst ihr was? Ich nehme jetzt hier mein Buch. In der Hoffnung, ich packe vielleicht noch so ein, zwei Räumchen. Aber ich habe irgendwie die Hoffnung schon aufgegeben, dass ich den Run hier packe. Dafür sieht es wirklich zu schwach aus, was Energie und Items angeht. Das war jetzt nicht so der... Oh Gott, ernsthaft. Das war jetzt nicht so der stärkste Run. Aber wir sind trotzdem dafür relativ weit gekommen, finde ich. Dafür, dass wir nur so Scheiß bekommen haben. So, bam, 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 bam. Bam. Das ist natürlich überlebt. Oh, komm schon. Ich renne aber auch mittlerweile in jedes verdammte kleine Pünktchen Schaden, was es mir so... was mir so machen kann, irgendwie. Oh mein Gott. Too much spiders. Too much spiders. Okay, Auge, du bist ganz gut, glaube ich, gewesen. Gib mir doch mal bitte statt Schlüssel so ein paar Energieherzen-Dinger. Ihr wisst schon, wow. Wow, was tue ich hier? Energie, dankeschön. Oh mein Gott, nein. Ich hasse auch diese kopfüberhängenden Greed-Verschnitte. Oh mein Gott, oh mein nein. Eine Fliege hat mich jetzt... Oh Gott. Wenn jetzt eine Fliege dahin rafft, das ist aber hier Schicht im Schacht, ne? Wow, ich habe drei kleine Spideys bekommen und da ist ein Stein, das habe ich gesehen. Für noch zwei blaue Herzen. Ich würde aber sagen, wir machen jetzt Isaac nicht. Wir gucken uns noch ein bisschen hier in dem Stockwerk um. Einfach because I can. Und wir könnten da vielleicht noch ein bisschen den Schaden erhöhen, falls es überhaupt geht. Weil wir sind, glaube ich, schon ganz oben. Und wisst ihr was? Ich schlucke jetzt eine Pille. Einfach, weil ich es kann. Okay. Das war nix. Nix Relefantes.
Wie ist denn diese Kathedrale hier aufgebaut? Einfach nur so ein gerader Gang und immer oben und unten Räume. Und eine Sackgasse. Also ein leerer Raum und eine Sackgasse. So, das ist schon mal Checkpot. Nein, don't do this. Sag, du bist Checkpot. Don't do this. Das Stars bringt mich wo genau hin? Vor dem Boss. Na, immerhin. Hätte ich mir den Weg auch sparen können. So. Okay. Ist immer gut, hier sich noch ein bisschen umzugucken, auch wenn nur so dreckige Spinnen drin sind. Und ich soll vielleicht auch mal anfangen, hier nach dem geheimen Raum zu suchen, der hier nicht war. Oh mein Gott. Too much dicke Dinger. Eieieiei. Wow. Komm, ganz ruhig. Chillt euer Leben. So, oh yeah, I found some flies. Und einen geheimen Raum mit, wow, Blast Damage hoch. Okay, das ist eigentlich ganz nett, das Item. Jetzt haben wir doppelte Bombenpower, das irgendwie, ne? Okay, Fistula ist jetzt nicht mehr so das Problem mit vollem Schaden, ne? Wow, außer ich renne natürlich in die Gegner rein, dann vielleicht schon. Man, es ist aber eigentlich eine relativ leichte Kathedrale bis jetzt. Da war jetzt nicht so mega das Problem, bis jetzt zumindest. So, da war der geheime Raum. Ansonsten dürfen wir hier alles gefunden haben mittlerweile. Irgendwo noch ein Stein? Nö, ne? Oh nein. Ja, und dann kam sowas. Oh mein Gott. Jetzt habe ich natürlich wieder einen Schaden genommen. Aber dafür auch zwei blaue Herzen bekommen. Okay, das ist ein Deal. Nein, nicht schon wieder, ihr scheiß dreckigen Geister. Ich hasse euch so sehr. Ich muss mich mal ein bisschen konzentrieren hier. Ich will hier eigentlich keinen Schaden nehmen an diesen dreckigen Geistern. Und noch ein blaues Herz. Okay, wir haben jetzt 8 Herze für den Boss. Beziehungsweise man könnte mal gucken, ob wir irgendwo noch den anderen geheimen Raum findet. Das ist aber halt ein ziemliches Glück jetzt, das zu finden. Das muss irgendwo an einem nicht anliegenden Raum sein. Da gibt's halt so ein paar Möglichkeiten hier. Zum Beispiel hier auch noch und hier. Oder auch hier. Obwohl hier, glaube ich, diesen Steine, da ist, glaube ich, kein geheimer Raum dann. Wie war denn das nochmal? Ich glaube, wie gesagt, es darf nicht anliegen, der Raum. Er muss, glaube ich, komplett frei sein. Deswegen, ich muss mal ausprobieren. Wir haben eh genug Bomben. Deswegen, eigentlich ist es ja scheißegal, also. Da. So, da noch eine hin? Nö. Da nicht. Dann vielleicht da. Jetzt wüsste ich aber echt keinen Platz mehr, wo es sein kann. Oh! Okay, aber das nehme ich auch gern mit. Das war Zufall. Mal gucken, ob wir was Gutes bekommen hier unten. Das ist sau cool. Oh. Ich darf Isaac skippen, wenn ich hier runterspringe? Das wäre nett. Oh, das ist ein netter Raum hier. Da habe ich hier gerade einen Checkpot gewonnen. Okay, erstmal den hier. Na komm. Ja, gib mir ein paar Herze. Finde ich auch ganz gut. So, ja, Herzen sind immer gut. Ja, Schlüssel brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber noch ein HP ab, okay. Dich zerstören wir, weil meine Energie brauche ich. So, und hiervon werde ich mir, denke ich, auch nichts nehmen. Ich meine, das hier... was machen die nochmal? Das hier macht, glaube ich, immer, wenn ich Schaden nehme, füllt sich mein Item auf. Das hier lädt mein Item schneller auf. Das ist ein Karten. Ja, das ist der Kompass und die Broken. Na, das ist alles ziemlicher Gramurks, muss ich sagen. Dafür werde ich auf jeden Fall nicht meine Energie verschenken, verhergeben. Ich frage, wo komme ich denn jetzt hin, wenn ich da reingehe? Ich meine, normalerweise muss man ja in die Chest, also in die Truhe, wenn man... Ich guck mal. Wo komme ich jetzt hin? In die Chest. Cool, okay. Also so bin ich auch noch nie in die Truhe gekommen. Gut, und ich bin auch unerwartet hier reingekommen. Ich dachte nicht, dass ich hier reinkomme. Und ganz ehrlich, Leute,
meine scheiß Hand verwandelt diese Truhen jetzt wirklich in sowas? Ich weiß nicht, ob das so gut war. Vielleicht hätte ich hier noch irgendwelche geile Items holen können. Wollen wir mal. Wollen wir mal gucken, wie weit wir kommen. Auf jeden Fall sollte ich am besten alle Gegner mitnehmen, um meine Bloody Lust Rage zu aktivieren irgendwie. Wenn es überhaupt so funktioniert, aber ich gehe mal davon aus einfach. Ah, boah, das war knapp. Der hätte mir voll Schaden gemacht gerade sonst. Das war Glück, dass es da gerade zerplatzt ist in dem Moment. So, komm. Nein. Ah, scheiße, Mann. Oh Gott, jetzt nehme ich wieder so unnötigen Drecksschaden, Mann. Doof. Okay, du bist jetzt nicht wirklich so krass, habe ich eigentlich gedacht. Doch vielleicht habe ich mich da auch geirrt, weil ich noch nie gegen zwei von dir gleichzeitig gekämpft habe. Oh, ja, okay, ich hab nichts gesagt. Ihr seid cool. Ach komm schon, einer könnte mal draufgehen, danke. Jetzt habe ich schon wieder so unendlich unnötigen Schaden genommen. Oh Gott, ist das euer Ernst, Leute? Ist das euer Ernst jetzt? Alter, ich fass es nicht. Wie kann man sowas... Das ist so scheißen unfair. Oh, leck mich am Arsch, Spiel. Leck mich am Arsch, Spiel. So richtig, richtig, richtig fies. Und dann noch eine Trollbombe hinterher schmeißen. Ja, danke schön. Ist lieb von dir. Okay, das ist jetzt wenig ein Problem. Wenn die Krütze natürlich nicht weggeht, ist es schon ein Problem. Oh Gott. Das gibt's doch nicht, Alter. Wisst ihr was, Leute? Ich fresse jetzt die Pillen. Alle gar. Moment, da vorne waren noch zwei. Ich nehme jetzt einfach alle Pillen mit. Vielleicht irgendwo eine Full Health dabei oder sowas. Bombsaki, wunderbar. Lockdown, noch besser. Ach Leute, der Run, er geht zugrunde gerade. Ja, okay. Das war so richtig so trollololololol. Was? Dir hat der Raum nicht gefallen? Okay, wir machen den gleichen nochmal. Ja, leck mich am Arsch. Komm schon. Ja, okay, einer ist down. Okay. Ja. Ich hab den Raum geschafft, Leute. Oder? Hab ich ihn geschafft? Ich hab den Raum geschafft. Hey. Das war gar nicht so verkehrt. Auch wenn ich jetzt sterben werde. Ich nehme mal mein Buch. Okay, wir brauchen nur zwei Hits dann. Oh, stimmt. Wir haben ja noch dieses Eternal Life Item. Stimmt. Ja, das habe ich ja komplett vergessen irgendwie. Wird uns trotzdem nicht helfen, weil ich elendig versag hier gerade, so blöd wie ich bin. Mal gucken, wie oft es uns wiederbelebt. Zweimal ist ja schon mal ganz nett. Ja, das könnte man eigentlich, wenn ich mich nicht so blöd dran stelle, auch noch schaffen. Ja, komm. Geht down. Ja, okay. Zack, zack, zack. Ja, ich bin jetzt ein bisschen ruhiger, Leute. Ich konzentriere mich gerade so ein bisschen, dass ich nicht direkt sterbe. Oh, Mann. Wir haben Mr. Boom. Wunderschön, Mann. So, da oben. Ach komm, Leute, mal ganz ehrlich. Was sagt mein Schaden voll? Ich hätte gerne mein Buch noch aufgeladen. Auch wenn ich natürlich sterben werde. Ja. Ja. Okay, das packe ich auf keinen Fall, Leute. Ja, das habe ich kommen sehen. Das war's. Okay. Oh, Leute. Mal gucken, wie viele Parts es gibt. Ich denke mal zwei. Mal gucken, wie ich es schneide. Vielleicht zwei, drei. Ja, Leute, wir sind relativ weit gekommen, muss ich sagen. Wir waren in der Truhe. Und das, obwohl wirklich es nicht so gut war mit den Items, die ich bekommen habe. Also da gibt es durchaus Besseres. Ich bin durchaus doch stolz auf mich, dass ich so weit gekommen bin mit diesem...
mit diesen Items. Und ich würde sagen, Leute, ich nehme dann noch eine Runde auf, weil ich es kann. Und dann kommen natürlich noch ein paar Videos, Isaac. Auf jeden Fall schreibt rein, schreibt irgendwas rein in die Kommentare, weil Kommentare schreiben ist cool. Aber Leute, vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, bevor ich mich hier endlos bequatsche. Tschüssi!